wieder früh zu stören. Schön gespielt und Paplan eröffnet das Tor. Und es ist natürlich die Top-Linie, die auf dem Eis steht. Und matchentscheidend das gute Forechecking, der Scheibengewinn in der Ecke. Tor! 14 Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts trifft der EHC Kloten entgegen dem Spielverlauf. 20. Spielminute. Schmutz, der Schuss noch geblockt, respektive abgelenkt. Bieler jetzt aber wieder entscheidend Kontrolle. Earl zurück an die blaue Linie und da ist das Tor. Der Schuss kam von Forst, aber die Scheibe wurde noch abgelenkt. Also da ist das Powerplay-Tor für die Gäste in Minute 32. Kommt zu Wetzel. Das macht Wetzel zurück zu Maurer. Dann der Ablenker, Tor! Das war eigentlich gar kein richtiger Schuss von der blauen Linie. Aber viel, viel Verkehr vor Bolzhauser. Mal angelaufen, einmal getroffen. Santala gegen Hiller. Wie frech ist denn das?